Josen Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich bin der Resi und ja, wir machen weiter in diesem Dungeon, Rotomurf Bergwerk. Wir haben uns im letzten Part an diesen Rotomurf, die übrigens ziemlich leichtgläubig waren, vorbeigeschlichen und nun werden wir diesen Dungeon gemeinsam bestreiten. Und schauen, was auf uns zukommt. Nur dieser Dungeon ist anscheinend, der hat es in sich. Die halten Angriffe mit, die halten echt die Angriffe aus. Aber ich muss irgendwas ändern, denn Bombanky ist ziemlich eigenwillig unterwegs und das gefällt mir nicht ganz. So, müssen wir unter Status eventuell was machen, mal schauen. Okay, anscheinend gibt es nichts, was ich dergleichen einstellen könnte, dass unser Partner Bombanky jetzt nicht auf eigene Achse unterwegs ist. Mal schauen, was ich da so machen kann. Ah, Gott. Feuer-Odem. Oh, Tragosso flüchtet. Das darf es nicht. Feuer-Odem. Oh yeah. Kein Ziel flüchtet vor uns. Das geht ganz und gar nicht. Feuer-Odem. Und Funkenflug. Ich würde es gerne tauschen mit einer... Mit einer Fragia-Beere. Mal schauen, ob das jetzt so viel bringen würde. Oh, wo ist denn diese Treppe? Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Come out. Come out. Krass. Kamaup geht richtig zur Sache, muss ich sagen. Wirklich. Rotomurf Bergwerk unter Geschoss 3. Schade. Verwenden. Strahlorb. Ah, okay. Und durch den Strahlorb sehen wir nun die Treppe. Sehr schön. Gleich mal. Rotomurf Bergwerk unter Geschoss 4. Und noch ein Orb. Ein Strahlorb. Ein Schlaforb. Ah, den tun wir einfach mal werfen. Ja, jetzt ist er zu Boden gefallen. Ungefähr. Oh, wir haben noch 56% Magen. Ja, naja, was soll's. Oh, ein Warp-Zweig. Da können wir die Gegner wegwarpen. Das kann ich auch dann mal demonstrieren. Ah, genau, den kann man gleich mal essen, den Apfel. Um 50. Ja, passt perfekt. Sehr schön. Und du kümmerst dich bitte schön um Tragosso, während ich mich um Kleinstein kümmere. Feuer-Odem! Natürlich. Ich möchte dorthin. Oh, das wird anscheinend das wäre die richtige Zeit für einen Orb. Der Erstar-Orb. So, perfekt. Tempo wurde normalisiert. Nun kommt der Absorber. Komm, Bombanky, mach auch was. Zack, Absorber. Und einen Feuer-Odem. Gegen Ignivor. Ruckzuck-Hieb. Leider ist unser Angriff geschwächt, beziehungsweise unser Angriff ist gar nicht erst so richtig gut. Und weitergehen. Untergeschoss 5. Oh, da ist ein Rotomurf. Ein verzweifeltes. Huch, da kommt wer. Bitte lass es kein Eindringling sein. Jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Hey, schau mal, Resi. Da drüben. Da ist die Stelle, an der sich der Weg gabelt. In der rechten Tunnel kann man einfach hineinspazieren. Aber der linke ist abgesperrt, damit niemand hineinkommt. Was hat Pam Pam noch gleich gesagt? Wir sollen ihm rote Steine von dort holen, wo der Durchgang verboten ist. Bestimmt hat er diesen Tunnel gemeint. Komm, Resi, gehen wir. Aber der wird uns nicht einfach so durchlassen, Ecki. Moment mal. Nicht so hastig. Kinder, wie ihr haben hier nichts drin verloren. Und ihr lauft außerdem direkt auf einen besonders gefährlichen Tunnel zu. Da dürft ihr nicht rein. Der Durchgang ist strengstens verboten. Aha, der Durchgang ist tatsächlich verboten. Das wollte ich hören. Vielen Dank. Nicht zu danken.
Aber Moment mal, ihr wollt doch nicht etwa... doch wollen wir. Wir gehen jetzt einfach durch. Ah, da, der Durchgang, da ist der Durchgang selbst verboten. Weitergehen natürlich. Wollt ihr wirklich durch? Klar. Warum nicht? Das fragst du noch, im Dorf bist du für deine Abenteuer berühmt, im negativen Sinn. Och bitte, lass uns durch. Wir machen auch bestimmt keinen Ärger, Ehrenwort. Ganz sicher? Schau mir tief in die Augen. Siehst du eine sieht so eine Lügnerin aus? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß nicht. Super, wir verstehen uns. Los geht's, Resi. Was? Die Kleine hat mir gar nicht zugehört. Rotumhof Bergwerk unter Geschoss 5. Okay. So. Ein Apfel. Ein Ponita. Ein Ruckzuckieb. Oh, sehr schön. Und noch einmal Ruckzuckieb. Komm schon, bitte, please. Please, please, please. Oh, Mann. Ja, dreist. Das hättest du jetzt nicht unbedingt machen müssen, Mann. 30 waren. Das ist doch übertrieben. Dragosso. Oha. Absorber. Also wird sogar, genau, bei den Attacken wird übrigens angezeigt, was jetzt sehr effektiv wäre und was normal effektiv wäre. Und ja, das sieht man jetzt dann gleich. Komm schon. Und da, Sandwirbel. Und nun sieht man hier einen Typvorteil. Ruckzuckieb ist nach unten, also heißt es nicht sehr effektiv. Absorber hingegen ist mit zwei roten Kringeln, heißt es ist super duper effektiv und das bringt was. Das setzen wir auch gleich ein. Sehr schön. Auf geht's. Und da ist auch zugleich die Treppe. Dort ist ein Schneckmack. Schneckmack, neues Pokémon. Werden wir gleich mal besiegen. Okay, Bombeck hat es davor besiegt. Schade. Ich wollte es besiegen. Ich wollte die EP. Okay, die EP habe ich sowieso bekommen, aber naja, hilft nichts. Wow. Das zieht viel ab. Ja, perfekt. Nein, du brauchst es nicht machen. Aber die hätten wir... Oh, die hätten wir mitnehmen sollen und dann verkaufen. Das wäre ganz gut gewesen. Oh, drei Wunderfelder. In späteren Dungeons wäre das ein sogenannter Monsterraum. Da erscheinen dann ganz viele Pokémon auf einmal und... Ja. Ist halt nicht so ganz vom Vorteil, wenn man in einen Monsterraum kommt. Aber zum Glück gibt es hier in den ersten Dungeons noch keinen Monsterraum. Also das wäre halt ziemlich schlimm, in einen Monsterraum zu kommen. Also mir würde es zumindest nicht gefallen, sagen wir es so. Oh Gott. Oh, Treppe, wo bist du? Treppe. Treppe. Bist du da? Da ist die Treppe. Untergeschoss 7 und Untergeschoss 8. Hm? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier ist das Zappenduster. Gnu. Hast du etwa Hunger, Resi? Oh Gott, das hört sich so schlimm an. Huch. Ein Magen knurrt normalerweise nicht so bedrohlich. Nur korrekt, das ist ein... Das ist kein Magen, den du da knurren hörst. Ah. Es knurrt dein Magen und jetzt fängt er auch noch an zu reden. Hut ab, Resi. Ich wusste nicht, dass du Bauchredner bist. Hast du mir nicht zugehört? Das Knurren ist meine Stimme. Meine bedrohlich knurrende Stimme. Oder nein. Ich bin Knaxel. Ich bin der Herr dieses Bergwerks. Ihr seid in meinem Revier. Ihr seid ja nichts als ein paar törichte Kinder. Aber das ist mir völlig Schnuppe. Ich werde keine Gnade mit euch zeigen. Nicht mit den schmutzigen Dieben wie euch, die es auf meinen Schatz abgesehen haben. Moment mal, Diebe? Wir? Wir sind keine Diebe, Ehrenwort. Ach ja? Was habt ihr denn hier zu suchen? Ach ja, die roten Steine. Wir sind hier, um ein paar rote Steine zu besorgen. Warte. Hast du hier in der Gegend zufällig welche gesehen? Rote Steine? Die roten Steine sind mein Schatz! Sie sind mein Ein und Alles! Was? Hab ich's doch gewusst. Ihr seid nichts als schmutzige Diebe. Aber... Das ist ein Job für die Rotomuff.
Los, kommt raus, macht sie platt! Es ist Zeit, euer Versprechen einzulösen. Platt machen? Also, kämpfen gehört nicht wirklich zu unseren Stärken. Nichts für ungut. Alles klar. Okay, da hauen sie gleich wieder ab. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wer meinen Schatz klauen will, muss Konsequenzen mit Konsequenzen rechnen. Das gilt auch für Kinder. Macht euch auf was gefasst. Und unser erster Bosskampf, meine Freunde. Und gleich mal gegen einen Knacksel. Da haben wir einen Typvorteil, haben wir nicht, weil wir, oder doch, haben wir sogar mit Feuerodem. Wir werden gleich mal bei Bombanky etwas Bestimmtes machen, nämlich Attackeneinstellungen und bei ihm Funkenflug, Biss und Glut ausstellen, denn er soll nur Drachenwut einsetzen. Drachenwut ist, zieht nämlich durchgängig 30 KP ab. Und wir setzen gleich mal einen Zweig ein. Habe ich mal gesagt, dass ich den einsetzen werde. Ein Schlafzweig, schwingen. Und nun pennt es. Also im Grunde genommen ist Mystery Dungeon, also so auf den ersten Eindruck mit den, von den Items her, ziemlich einfach geregelt. Oh. Nochmal ein, den Schlafzweig schwingen. Und gleich wieder eingenickt. Also man kann die Bosskämpfe echt gut überstehen, muss ich sagen. Ah, schade. Genauigkeit sinkt. Das ist nicht ganz gut. Wieder den Schlafzweig. Und da packt er die 30 Kap. Oh, und er, Knacksel, wurde besiegt. Ah, der Schatz gehört mir. Wie oft denn noch? Wir sind keine Diebe. Aber du hast auch selbst gesagt, ihr habt es auf die roten Steine abgesehen. Ja schon, aber... Also, ich glaube, sie sagen die Wahrheit. Wo kam diese Stimme gerade her? War das eine der Rotomurf? Die Rotomurf. Knacksel, ich glaube, diese Kinder sagen die Wahrheit. Bevor sie kamen, habe ich habe ich der Kleinen tief in die Augen gesehen. Ich konnte in ihrem Blick... Was? Spuck's aus! Vielleicht irre mich ich auch, aber ich konnte ihren Blick nichts Böses sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass die beiden Diebe sind. Wir wollten wirklich nur sehen, was in den Tiefen des Bergwerks verborgen liegt. Ich geb's zu, unser Ziel waren die roten Steine. Aber wir dachten, das wären normale Steine. Wir würden dir niemals deine kostbaren Edelsteine wegnehmen, Knacksel. Dann wärt ihr also schon zufrieden, wenn ihr sie nur sehen könnt? Genau. Sieht so aus, als hätte ich euch zu schnell verurteilt. Tut mir leid, ihr zwei. Es war falsch, euch einfach anzugreifen. Ist schon gut. Wir sind auch nicht ganz unschuldig. Wir haben uns trotz Verbot hier eingeschlichen. Endlich gibt sie's zu. Dann will ich mal nicht so sein. Kommt mit. Ich zeige euch hier, was ich hier hinten versteckt halte. Ehrlich, dankeschön, yeah, surprise. Okay, was nun uns erwarten wird hinter diesen, quasi nach diesen Dungeon und hinten in diesem Eck, diese tollen Edelsteine und so, die werdet ihr im nächsten Part mit mir zusammen sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Chausen Resi out und ciao ciao. Und PS, ich würde mich wirklich sehr über Kommentare freuen. Kommentare bedeuten mir wirklich sehr viel, also schreibt fleißig Kommentare. Ja, ciao, ciao.